Hallo und willkommen zur 10. Folge von Pokémon Platin. Immer noch Slushy dabei. Oder wieder Slushy Hi. dabei. Und jetzt gehe ich erstmal ins DFS, geil. Oh. So, jetzt geht's wieder. Er stellt sich wieder in den Weg. Richtig Go. Ja. So, jetzt erstmal meinen Pokémon heilen. Und ich weiß gar nicht, wie es heute aussieht, ob wir heute schon mal wieder ein neues Pokémon sehen. Oder auch nicht. Das wird interessant. So. Weißt du, ich bin irgendwie der Typ, der nie aufgibt, wenn er unbedingt etwas haben will. Das war, guck mal, doch immer. Ich habe irgendwie mal 10 Stunden lang ungelogen auf einer Route nach einem Skorkler gesucht, weil ich einen fucking Skorkro haben wollte. Also. Und das gleiche auch mit einem männlichen Trasler. Das Ding ist, die können sich noch teleportieren, die Dinger. Die sind scheiße selten. Also nicht nur die Traslers und dann auch die männlichen. Und dann hat sich irgendwie jedes zweite immer wegteleportiert. Das war. Boah, das war Cancer, Leute. Ich glaub's dir halt. Okay, nee, das ist noch viel zu teuer. Nee, das genommen. Ja, moin. Ja, gut, aber soll eigentlich auch ausreichen, die 11 Stück. Hab ich lieber nochmal ein paar Bälle. Alter, Conny kauft sich Bälle. Ja, wir kriegen noch einen Primärball. Oh, krass. Der ist auch voll nützlich. Ja, Alter. Ich hab meinen Griffel damit gefangen. Ich hab damit mal Rayquaza gefangen. Ja, ich finde es also krass, wenn du auf irgendein Legi triffst und da einfach dann mal einen normalen Pokéball drauf haust, dann bleibt es halt manchmal wirklich bis zum dritten Mal wackeln drin. Oder bis zum zweiten Mal. Ja, bei mir war es mal mit dem Primärball, siebte Generation, Selfe, geht nicht in den Flottball, geht nicht in den Hyperball, geht nicht in den Meisterball, na gut, das schon, aber in den Primärball, ja, fühlt er sich total wohl. Ja, das ist halt richtig krass, weil ich weiß nicht, wie man sich jetzt so erklären könnte. Ich verstehe es auch nicht. Ich wollte gerade vorschlagen, dass du den Haspirohr fängst, weil ich Schlapp auch richtig gerne mag, aber das ist mir aufgefallen, dass er random. Ich hatte mal in, ich glaube, Ultrasonne oder normalem Sonne. Ne, Ultrasonne war es. Da hatte ich mal einen Haspirohr. Und ich war kurz davor, es rauszuwerfen aus dem Team, weil es einfach verdammt schwach war. Und genau in dem Moment hat es sich entwickelt. Zu kämpfen? Ne. Das ist. So. Ja. Ich glaube, die will kämpfen. So wie sie rumwackelt. Ha! Oh mein Gott, wie langsam es gerade geht. Da kommt einfach nicht drauf klar. Ja, jetzt. Okay, mal gucken, was sie für Pokémon hat. Wahrscheinlich eh irgendein Legi. Ach, ich glaube, die hat sogar Sticker, glaube ich. Achso. Hat sie? Nee. Okay, das war eine andere. Okay, ein fucking Donphan. Das geht auch. Muss ich kurz Schniggy rausholen. Schniggy. Der Name. Also, ich höre tatsächlich keinen Sound, muss ich sagen. Oh, okay, das ist schade. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das anders einstellen soll, weil über Andy das will es auch nicht. Ich muss auch keinen Sound hören. Das ist sehr schade. Vielleicht finden wir irgendwann eine Möglichkeit. Das war auch bei Baldi's Basics, da habe ich auch keinen Sound gehört. Vielleicht finden wir irgendwann mal eine Möglichkeit, eine gute. Ja. Alter, Zara. Jetzt muss ich echt mal. Jetzt muss ich echt mal gucken, ob das eine neue Route ist. Dann dürfte ich hier gleich einen Pokémon fangen. Oder ob das auch dieselbe ist wie unten. Ich glaube, das ist dieselbe. Ich kann mir ganz gut nachgucken, kostet ja nichts. Aroma Lady. Ich habe uns heute DBD und Don't Starve Together vom Steam Sale gekauft. Boah, wow, Alter. Weil man Steam Sale? Ja, ist heute sogar immer noch. Also, warum gibt es einen Steam Sale? Ich schätze wegen Black Friday, aber da heißt es irgendwie die Herbstwoche. Keine Ahnung. Ah ja, stimmt, da gab es immer einen Herbst. Gibt es auch einen Herbst-Sale? Gibt es einen Herbst-Sale auch? Da war ja was. Ach man. Ich mag Griffe. Das ist einfach die Fähigkeit, dass man jedem Pokémon fliegen kann, ne? Ja. 200. Hat aber Haspiro auch. Boah, ich liebe Haspiro. Ich glaube, es ist fast einer meiner Lieblings-Pokémon. Aber nur fast. Du weißt, wer mein Lieblings-Pokémon ist. Ja, weil ich hast du schon erwähnt. Ja, ist es halt, ist es... Du hast es selbst vergessen. Nee, ich weiß es noch.
Okay, wer ist es denn? Der Staraptor. Ah, okay. Er weiß es tatsächlich noch. So, auf der Route dürfen wir nichts fangen. Oh, hier ist ein Käfersammler. Sieht aus wie ein Camper. Scheiß Camper. Und da oben sehe ich gerade einen Doppelkampf. So komische Trainertypen. Ja. Oder was das richtig seltsam ist, in der 7. Generation kann man ja einstellen bei diesen Online-Dingens. Ich mag den Trainertyp so und so, also ich mag den Trainertyp Ass-Trainer und so weiter. Ja. Und weißt du, was mein Bruder gemacht hat? Was? Er hat geschrieben, ich mag den Trainertyp Vorschüler. Alter. Warum kann man das schreiben? Ich weiß es nicht. Was hat sich Game Freak dabei gedacht, Alter? Ich weiß gerade nicht mehr. Irgendwas komisches gab's auch noch. Ich verstehe Game Freak manchmal nicht. Nee, es tut niemand. Game Freak ist ein Rätsel für sich. Aber Nintendo ist ein noch größerer Troll. Verdammt, mir ist gerade was aufgefallen. Was denn? Ich habe auf meinem Rand hier unten Gecko falsch geschrieben. Alter. Weil ich mir dachte, ich habe ihn so genannt. Muss ich dann für die nächste Folge noch ändern. Ach, das wird ein Spaß. Ach man. Glitch. Was ist denn eigentlich stärker? Flügelschlag oder Schnabel? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist beides gleich stark. Ja. Ich hab mal mein Nidoran umbenennen wollen. Das ist mir aufgefallen, eigentlich fällt mir kein guter Name ein. Ich hab's dann später aber tatsächlich beim Namensbewerter dann in The King umbenannt. Aber da ist mir einfach kein Name eingefallen. Jetzt hab ich gesagt, okay, dann lass ich so, hab ich dann wieder Nidoran genannt. Dann ist mir aber eingefallen, dass ich einfach nur auf die auf Enter drücken müsste. Und ja, dann hieß es bis zu Nidoking, die immer noch Nidoran. Das war dann ziemlich lustig. Los, Nidoran! Kommt da so ein Riesenviech raus. Ja. Ach man. Ja, wahrscheinlich! Alles klar! Latios, ja moin! Ja, auch noch so ein Dreckskindwurm. Ich hab vor, es gäbe da schon mega Entwicklungen. Nein, setz doch noch rechte Hand in das Drecksvieh. Warum nicht linke Hand? Das ist voll rassistisch, ja, gegen halt Linkshänder. Ist es halt wirklich. Ich weiß, man sagt zwar erst seine rechte Hand, aber können sie auch trotzdem nicht machen. Nee, das ist verboten. Ja gut, wenigstens ja. Sind die beiden keine Gegner. Ja. Tschüss, Latios. Ich fand Latios immer cooler. Ja, ich mag... wen war das jetzt cooler? Ich hab das nicht ganz verstanden. Latias, also das Rote. Ja, ich mag das auch viel lieber. Das ist zwar das Weibliche, wir sind ja sagen, warum Weibliche? Rassist. Aber ganz ehrlich, ich find Latios sieht einfach so gespielt cool aus und das mag ich einfach nicht. So ein richtiger cool Boy. Latios ist einfach süß und Latios sieht einfach so. Oh lol, Zipurzel. Ernsthaft? Ich glaube, den kann man sogar im normalen Spiel ja. Auf der Route fangen. Ich hatte in meinem letzten Run, konnte man auf der Route da unten, oder auf der Route jetzt hier, halt einfach einen Bidizer fangen. Trotz Randomize. Lol. Sind wir jetzt schon im Flori? Oh, fucking Dodri. Lol. Bist du schon mal ein Legi begegnet? Oder irgendein Pokémon, was man durch Tausch oder so bekommt? Ja, eine Rotom habe ich auf einer Route gesehen, auf der zweiten glaube ich schon. Aber einfach ein fucking Rotom. Alter. Aber was in dem Run schon ist krass. Ich muss mal aus, dass wir wieder rausfahren. So. Alter, nichts macht mehr Spaß und es ist stressiger als ein eigenes Projekt zu machen. Es ist so ja. Furchtbar. Aber macht so viel Spaß, weil man einfach selbst der eigene Boss ist. Ja. Okay, wir sind in fucking Flori. Ich sag mal, dass Fluri später erst kommt. Hi. Ach, da sind die. Aber gegen die kannst du noch nicht kämpfen. Ich erinnere mich an die Stelle. Nee, aber ich glaube, die laufen jetzt dann rein in den Wald. Und wollen dann irgendeinem Typen Honig abziehen.
Nee, erst nach dem Windkraftwerk laufen die in den Stimmt. Wald. Das gibt's ja auch noch, verdammt. Vergesse, wie ich die geredet habe. Sind wir von Team Galactic oder sind wir das nicht? Und doch müssen wir hier zwischen den Blumen herumstehen. Das ist ein bisschen cool, oder? Willst du sprechen? Jo, warte. So. Moment. Hey, hör auf zu motzen, das ist eine ehrbare Aufgabe. Aber Käfer und Pflanzen-Pokémon finde ich einfach nur gruselig. Verstehe überhaupt nicht, sind voll süß. Und ja, deshalb, ich wäre ich auch lieber woanders. Ja, das ist dann wirklich nicht weiter. Ich weiß nicht, in den Blumenshop konnte man, bekam man früher, oder konnte man, glaube ich, mit dem Event sein Shaman, ne? Die Form von einem Shaman ändern lassen, ne? So war das, glaube ich. Stimmt, mit dieser Blume. Was ist eigentlich, welches Pokémon magst du vom Aussehen eigentlich am wenigsten? Am wenigsten, ne? Ja, es gibt halt dann noch die Pokémon, die halt einfach nur unkreativ sind. Mhm. Und ja. Also ich finde Stripoli ist sowas von hässlich. Stripoli war was gleich nochmal? Das war dieser Ding, der so einen Stahlträger gehalten hat. Ach, das war glaube ich mein erstes, nicht mein erstes Shiny, aber das erste Shiny in X, glaube ich. Da hab ich erst am Anfang immer ein bisschen Shiny-Hand gemacht. Und das habe ich dann aufgegeben. Bin dann zur Siegestraße gegangen, um Pokémon zu trainieren. Und dann kam das da einfach random. Ja, nice. Oh lol, Nigelava. Das dürftest du sogar, glaube ich, fangen, oder? Ja, darf ich fangen. Ja, perfekt. Schwächen wird ein bisschen schwierig. Kannst du aber mal versuchen, ne? Mit einem Tackle, ne? Ja. Ja, da geht sogar noch einer. Aber Igelava ist halt wirklich einer meiner Lieblingsstarter. Ja. Wer ist überhaupt mein Lieblingsstarter? Ich habe eigentlich gar nicht so einen Lieblingsstarter. Ich mag irgendwie fast alle Starter, außer hier fünfte Generation, da mag ich außer hier den Blattstarter, die beiden anderen nicht. Ja, ich mag, also die anderen beiden mag ich auch nicht. Das ist halt zum dritten Mal in Folge in Feuerkampf hier. Und die jetzt Entwicklung von Otto sieht einfach komisch aus. Ja. Was hießen denn nochmal? Floink und Ottero, genau. Floink, Ottero und Serpifeu. Genau, Serpifeu mag ich mega. Serpifeu ist voll niedlich. Ja. Die Nachentwicklung sieht aber voll komisch aus. Ja, ist irgendwie mit, mehr oder weniger Zurückentwicklung. Ja. Ja. Nee, ich weiß aber Lieblingsstarter. Also ich habe schon immer einen Lieblingsstarter gehabt. Jetzt ist mir gerade das wieder eingefallen. Okay. Nämlich ganz klar Froxy. Froxy ist einfach der geilste. Ja gut, Proxy geht. Ich finde halt die zweiten Generation Starter immer am coolsten, ne? Also vor allem ja, jetzt. Das stimmt. Indivio und Feuerriegel. Feuerriegel. Ich wusste früher nicht, wie man es ausspricht. Ich habe wirklich öfters mal Feuerriegel gesagt. Echt? Okay. Ja. Also ich habe den von Anfang an immer Feuerriegel genannt. Aber Feuerriegel ist auch nicht schlecht. Einfach mal so ein Mars nur, der brennt einfach. Ja! Aber es würde überhaupt keinen Sinn ergeben, man. Überhaupt nicht. Jawohl! Yay! Du weißt genau, wie wir es nennen. Ah. Oh Mann. Ich weiß jetzt schon, wie ich mein. Verdammt, wie hieß das nochmal? ich will ja, glaube ich, vielleicht sogar heute noch, Soul Silver anfangen. Nein! Dann ist eben nur Feuerriege. So wie Ghostbusty. Wir denken alle an Ghostbusty. Okay, da gehen wir jetzt mal in dieses krasse Windkraftwerk rein. Ja, jetzt weiß ich wieder, Kanimani, ich weiß jetzt schon, wie ich die. Achso. Croak Odile. Ah, Mann, ist ein Name. Machst du denn Let's Play oder spielst du es einfach für dich? Ich glaube, ich werde das tatsächlich aufnehmen. Vielleicht werd ich faule Sau niemals hochladen, aber aufnehmen werde ich es schon.
Ach man, ihr kennt mich ja, ich bin so schön und inaktiv, aber trotzdem 20 Abonnenten, so viele wie du. Ja. Man muss sich aber überlegen, was in kurzer Zeit 20 Abonnenten macht. Ich habe, glaube ich, erst nach 3 Monaten 20 Abonnenten gehabt. Ja. Ja gut, ich hab nach 2,5 Jahren 156. Allah. Ich hab immer wenn YouTuber so erzählen, ja, sie haben auch mal klein angefangen, sie hatten nach dem ersten halben Jahr erst 200.000 Abonnenten, ne? Oder 2.000 Abonnenten, ne? Da fühle ich mich immer gemobbt. Ja. Nein, Vielleicht nein, kommt einfach das, was wir machen, nicht gut an. ja, wir müssen eigentlich Fortnite Fake Bans machen. Ach man, Petrit, Alter, ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Na, wenn das nicht großartig ist, wurde ein dummer Ball aufs Kreuz gelegt. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich mich mit meinem eigenen Schlüssel hier einschließe. Denn es gibt nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen, die im Blütenfeld stehen. Ha, ha, ha. Und so werde ich vom Verlierer zum Gewinner. Ha. Wah. Das ist ein Lauch, Alter. Rups, Klink. Er ist einfach Waluigi. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Ja, Wah! Also immer wenn Nintendo auf Twitter irgendwas schreibt, wie, ja, wer ist denn euer Lieblingscharakter als in Smash oder so, oder im neuen Smash, schreibe ich immer Waluigi. Einfach aus Protest. Und das letzte Mal haben sie geschrieben, ja, wer ist denn so euer Lieblingsteam in Mario Party? Habe ich auch Waluigi geschrieben, ja. ich glaube, Nintendo mag Waluigi einfach nicht. Ja, ich glaub's auch nicht. Genug der Worte, gib den süßen Honig her! Ist deine Aufgabe. Oh. Tu, was wir sagen. Team Galactic wird den Honig bekommen. Also, jetzt. Die einzige Aufgabe hier ist, Honig zu kriegen, ne? Ich meine, da können sie auch gleich zum Wasabi gehen und das ausquetschen, Alter. Ja, eigentlich schon, ne? Wir werden damit eine große Zahl Pokémon anlocken und fangen. Holt euch einfach mal ein fucking Mirable, Alter. Das macht alles viel leichter. Hey, das Kind, der hat alles gesehen. Was machen wir nun? Das fehlt noch, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Bike seinen Mund hält. Alle, die sind voll brutal. Oder? Waren die jetzt ein Doppelkampf? Nee, ich muss einzeln gegen beide kämpfen. Yay. Oh, ein Das ist ein bisschen Krebskurz. unnötig. Oh, voll süß! Ja. Ich fand das in X was, glaube ich, da hast du einen Kampf, wo du einfach gegen fünf Trainer gleichzeitig gekämpft hast, oder? Master? Das fand ich gut gelöst. Aber da hast du auch einfach mal die Szene vor dem legendären Pokémon, ne? Wo du halt dann einfach gegen fünf Trainer einzeln kämpfen musstest. Das war halt dann Ja, mal wieder. Ja. das war nicht in X und Y, ich glaube, das war tatsächlich in Omega Rubin und Alpha Saphir. Achso, stimmt, in Omega Rubin war das, wo du gegen fünf gleichzeitig gekämpft hast. Ich muss sagen, Omega Alpha Saphir war bisher das beste Pokémon-Spiel, was ich jemals gespielt habe. Nee, will ich nicht. Ich finde auch Ultrasonne mega cool, aber Alpha Saphir hat's einfach. Das war einfach Bombe. Nee. Ich Nee. konnte mich nie mit der dritten Generation anfreunden, ne? Echt nicht? Nee, ich nicht. Zu viel Wasser. Und. Hättest du doch Omega Rubin spielen können. Ja, gut. Aber nee, ich mochte die dritte Generation nie wirklich. Okay. Vielleicht auch einfach, weil ich erst seit der vierten spiele aktiv. Ich habe erst Aber. seit der 6. aktiv gespielt, aber ich habe. Also als die 6. Generation draußen war, habe ich erst angefangen, Pokémon zu spielen. Oh. Und da habe ich dann halt aber erst mit der 2. Generation angefangen, also. Ja. Ja. Hast du mit der zweiten angefangen oder mit Soul Silver? Tatsächlich erst mit der 2. Na, war ich aber auf gegen Flohmarkt, war glaube ich so 8 oder so. Also so 5 Jahre her. Da haben wir selbst einen eigenen Stand gemacht, habe ich einfach so random Zeugs in mein Zimmer verkauft. Und der Stand gegenüber hatte einfach Silber für nur 2 €. Daneben lag noch Kristall. Ich wusste aber nicht, dass Kristall eigentlich besser ist. War einfach Silber gekauft. Ich wünschte, ich hätte Kristall gekauft. Ich muss echt sagen, ich habe nie eins von den zwei Spielen gespielt. Echt nicht? Nee. Das. Okay.
war bevor ich an das die Spiel kam halt bevor ich angefangen habe. Und ja, ich habe sie halt nie wirklich irgendwo gefunden, ne? Ich hatte halt Hard Gold und Soul Silver und war damit zufrieden, ne? Das war für mich Generation 2. Ja, ich finde die alten Spiele irgendwie genauso gut. Von der Grafik her und so weiter. Natürlich in Soul Silver und so weiter haben sie mehr eingebaut, aber es ist einfach nicht mehr das Gleiche. Wenn man das Original gespielt hat, dann weiß man irgendwie das mehr zu schätzen. Ich finde das irgendwie krass, dass die Grafik so gut ist, aber irgendwie vermisst auch diesen Retro-Style, weißt du, was ich meine? Ja, schon. Das war auch bei der Umstellung von Schwarz-Weiß 2 auf X mit dem neuen Blickwinkel. Mhm. Das hat auch viele aufgeregt. Ja, ich find's eigentlich nicht so schlimm. Nee, find aber tatsächlich die alten Spiele besser. Naja. Also, es ist einfach dafür mein Lieblingsspiel, aber wenn ich mich entscheiden müsste, welches Spiel ich jetzt eigentlich für immer spielen müsste, wäre es tatsächlich Soul Silver. Bei mir wäre es wahrscheinlich wirklich Platin. Echt? Ja. Ich mag die Sinnoh-Region einfach. Ich mag die auch, aber ich kenne sie nicht auswendig. Nicht so wie Kanto. Diese kenne ich besser Kanto als... Also Kanto war ja auch nie unterwegs. Aber dann war's schon wieder für die Folge. Lasst euch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut noch wieder bei Slushy vorbei. Und ich lade sowieso nichts hoch, also... Ja, trotzdem. Lasst es gleich sein. Und ciao.